Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir noch die Kämpfe von Part 4 gemacht und uns zweimal gegen Kira geschlagen, was gar nicht mal so einfach war. Jetzt machen wir uns auf in Part 5, Ventorio. Frag mich, was da noch alles kommt. War ja relativ kurz. Oh, ein Kampf. Fugo gegen Giorno, okay. Dann haben die immer gegeneinander gekämpft. Keine Geheimnisse, und sehr gut. Spielerangriff erhöht, Gegner hat da. Was? Wieso ist der im Requiem? Da ist S. Schwierigkeit grad S. Purple Haze. Hieß der. In Wirklichkeit. Wisst schon. Panna Cotta Fugo. Ich weiß jetzt nicht, ob sein Nachname so war, aber egal. Frühes Mitglied der Buzziati Gang. Nachdem Giorno und die anderen Diavolo besiegen und die Kontrolle über die Organisation übernehmen konnten, wird Fugo als schamloser Verräter gebrandmarkt. Eines Tages wird Fugo befohlen, eine rivalisierende Gang zu bekämpfen. Nachdem er seine Mission erfüllt hat, ruft ihn Giorno Giovanni, der Boss der Passion Gang, zu sich. Ach, das spielt direkt nach dem fünften Teil. Also ist jetzt eine Was-wäre-wenn-Geschichte hier. Giorno erklärt Fugo, dass dieser bereits das wahre Ziel der Mission erfüllt hat. Fugos wahre Mission war nämlich sein Stand, Purple Haze, zu perfektionieren. Nachdem er die Beherrschung seiner Kraft unter Beweis gestellt hat, schwört Fugo Giorno die Treue und offenbart seine neue Purple Smog, Purple Haze Verzehrung. Okay. Ja, wenn der im Dings ist, dann wird das ganz schön schwer, aber wird schon klappen, so. Ja, ist jetzt, nachdem der Anführer der Gang jetzt geworden ist, ne? Okay, spielen wir den Typen, der aus der Serie genommen wurde, weil er zu stark war, angeblich. So, oh mein Gott. Aber ich kann dich auch in 30 Sekunden töten. Ja, sein Stand war ja nicht nur vollkommen außer Kontrolle, sondern hat irgendwie alles in den Virus angesteckt, der alles in 30 Sekunden tötete, weil er voll überpowert ist. Meine Güte. Mach mal irgendwas. Okay, der ist verdammt stark. Ich glaube, der kann ja nicht gestunt werden, ne? Ma! Der braucht sich gar nicht anstrengen. Ah, leck mich jetzt. Ist da schon wieder über mir. Der macht die ganze Zeit nur das. Was sind das für Blasen überhaupt? Dann wurde ich ihn angegriffen. Oh. Mein Gott, ist er stark. Ja, okay, im Gold Experience Requiem Modus. Ist er nicht umsonst essen, ne? Ja, ich kann ihn gar nicht angreifen, weil die ganze Zeit Dingens ist hier. Ich kann ihn nicht stunnen. So, komm her. Jetzt aber. Was? Was ist denn da jetzt gerade passiert? Okay, das ist ein bisschen doof jetzt. Der braucht gar nicht abwehren. Was ist das für eine Verarschung? Greif ihn doch eindeutig an. So, komm her. Einfach auf ihn eintreten. Oh. Komm her. Ich bin vergiftet, oder was? Sieht so aus, jedenfalls. Warum bin ich dann vergiftet? Ja, hallo, ich sterb jetzt, ja. Nein, nein, nein. Nein, ich hätte beinahe geschafft. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn der immer das einsetzt. Ich muss einfach nur ausweichen und dann von hinten irgendwie angreifen. So einfach ist das eigentlich. Mehr ist da wirklich nicht.
Schwachsinnig, ey. Durch auch meine Verteidigung erhöhen. Ich fühle mich ja voll, als würde ich schummeln, so wenn ich die Dings einsetze. Also blöd, wenn du direkt zu mir hinkommst, ne? Also, na komm her. Boah. Was hat ein Dreck? Ah, er wurde vergiftet. Sehr gut. Was sind diese Blasen da unten? Verzieh dich. Purple Smoke Verzehrung. Todesvirus. Nach dem Opfer einer korrespondierten Fähigkeit erstellt und kann nicht geblockt werden. Die Anzahl dokumentiert die Anzahl der Todesvirus-Kapseln, von denen sich maximal 6 Stück. Ja, hä? Kann einer sagen, was das soll? Komm mal her. Was zum? Na komm schon, setz mal wieder Muda ein. Ja, jetzt nicht. Nein! Das ist ja dreckig. Ich kann ja nicht stunnen und so, das ist das Nervige. Oh, komm mal her! Bams! Brutal! Sehr schön. War schrecklich, oder? War schrecklich. Aber der hat ja auch eine überpowerte Fähigkeit, muss man ja sagen. Aber jetzt kann ich mir noch 2 Kämpfe leisten. Aua. So, vergiftet. Hi, warum bin ich denn vergiftet? Echt überpowered. Meine Güte. Bams. So, es wurde nur er vergiftet. Sehr gut. Werde ich auch brauchen. So, komm her. Oh Mann, ey. Komm her. Geh mir doch für Nerven, wie der mich einfach ignoriert. Oh, es hat nervig. Hey, wie kann man einen so eine Fähigkeit geben? Boah, jetzt ist er wieder direkt bei mir. So, jetzt komm. Bams. Bah. Ja, ist gut. Oh mein Gott. Alter, der... Alter, oh. Ist eine Verarschung. Ehrlich.
Boah, also jetzt noch. Ja, ist gut. Oh mein Gott. Ist das für eine Scheiße? Ich habe ja gar keine Chance gegen den. Leck mich. Kannst auch ein bisschen übertreiben. Ich habe schon früher irgendwie immer gesagt, dass das Spiel ganz schön unbalanced ist und das stimmt, ja. Ich kann dich schon wieder das einsetzen, auch voll billig. Ja, war das. Schwachsinn ist das. So, komm her. Hey, what? Oh, das gibt's doch einfach nicht. Hör auf damit jetzt. Wir haben jetzt wieder angeflogen, ne? So, vergiftet. Nicht gut, hat das funktioniert. Du bist auch auf damit. So, oh mein Gott. Ein beschissener Gegner. Ja, ich weiß, ein Stand hat Probleme. Aber ich dachte, wir könnten irgendwie so die anderen Charaktere, Mister oder Narancia, noch irgendwann mal steuern. Und den sieht man gar nichts in der Story. Ein bisschen doof. Oh. Sobald man einmal da drin ist, gibt es keinen Kommen, das ist doof. So, ey, was? Ich dachte, jetzt kommt so ein Clash. Ja, mein Dings kann ich irgendwie auch nicht mehr einsetzen, diesen einen Angriff. Der irgendwie so ein Gift hier auf den Boden schießt. Oh mein, ja. Oh, schon mal ein Angriff ist erhöht, also Falk, bitte. Nein, nein. So, komm her. Echt dämlich, was ich hier mache. Meine Güte. Hab doch schon so gut gewonnen. Hier, komm, danke. Oh mein Gott. Wie oft habe ich jetzt schon oh mein Gott gesagt in dem Kampf? Aber trotzdem kommst du in der Serie nicht vor. So gegen Ende. Los, folgt mir. Ich weiß, es wird gefährlich. Nö, was? So diese typische Situation, wo, keine Ahnung. Diese typische Situation, wo irgendwie der Hauptcharakter oder was weiß ich irgendwie eine schwere Entscheidung treffen muss oder gegen irgendwas Übermächtiges kämpfen muss und von seinen Freunden natürlich verlangt, so, ja, ihr könnt mir folgen, wenn ihr wollt, ihr müsst es aber nicht. Und er so, nö, mache ich auch nicht. Und dann sieht man den noch echt nie wieder. それを一生かかって探っていくのが全ての人に課せられた宿命だ。それは扉のようなもので、自分で開けない限り決して道とは気づけない。フーゴは今自分がその扉の前まで来ていることを悟った。
チャラティーではなくて僕なのだろう。どうしてあなたに忠誠を誓うのが彼ではなく僕なのだろう。Was ist überhaupt nochmal am Ende mit dem passiert? Mit Pucerati, ist er gestorben oder war er noch im Leben? Ich weiß auch gar nicht mehr.永遠の忠誠を誓うのだった。僕に命がある限り、その存在は全てあなたの夢のためにあります。身も心も魂も、何もかもを捧げることをお許しください。それが我が希望であり、それが我が未来です。僕はあなたのものです。我らが。Das heißt Gio Gio, mehr oder weniger. Aber in Italien kann man das ja so nicht aussprechen anscheinend. So, dann ab in Part 6, wie viele gibt's da? Ein Anastasia gegen Pucci. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch so hieß. Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Spielerverteidigung gesehen, also sehe ich auch aus. Full Moon Modus Made in Heaven, okay. Ich dachte schon. Das schaffen wir auch noch. Danach haben wir, glaube ich, alle DLC-Charaktere, oder? Shotaro schließt sich Jolene an und endlich gelingt es ihm, Pucci in die Enge zu treiben. Aber plötzlich erhebt sich Puccis Körper in die Luft. Er begibt sich an Bord eines Space Shuttles und beginnt die Suche nach einem Platz mit der richtigen Schwerkraft. In diesem Augenblick greift Anastasia die äußere Hülle des Shuttles mit Diver Down, glaube ich, an. Weiß ich jetzt nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, Diver Down, ne? Oder Simpf. Nein, Verteidigung bitte erhöht. Angriff und Verteidigung, wenn es geht. So, in Farbe sehen die alle sehr viel anders aus, wie ich mir vorgestellt habe. Fugo auch irgendwie. Ich habe mir irgendwie so einen weißen oder so einen gelben Anzug vorgestellt, aber der hat einen grünen Anzug. Der sieht auch irgendwie viel jünger aus, als ich mir in Erinnerung hatte. So. Der hat auch eine coole Fähigkeit. Er kann irgendwie Energie irgendwo speichern und sie dann freisetzen. Er kann sein Stand sozusagen, ja, ich weiß, Sailor Moon. Der könnte, meine Güte, kommst du? Der könnte zum Beispiel mit seinem Stand gegen den Boden schlagen und dann irgendwie den Schlag irgendwann so freisetzen. Wenn du da irgendwie vorbeiläufst oder so. Richtig cool. Komm her! Auf so! Wegzulaufen! Ja, genau so. Genau so meine ich das. Einfach so in die Luft erlegt. Okay, deswegen ist es nicht so schwer. Ach ja, und der war in Jolene verknallt. Oh Mann. Ich will mal den seinen Dings sehen. Kann ich dann echt so speichern, wenn er da vorbeiläuft? Geil. So Minen, so Art. Ich kann so Art Minen legen, mehr oder weniger. So, ich möchte noch meinen Dings sehen, wenn es geht. Nein, so meine ich das jetzt nicht. Boah, ich habe das zum ersten Mal abgewehrt.
Ich glaube, das geht gar nicht. Ja, um zu unfair, ne? So, jetzt komm. So, jetzt komm her. Diver Down! Sehr schön. Fuß! Schön. Oh, das war heftig. Oh, schön. Da gab es auch keine geilen Dinger, ne? Din, 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 din. Alles klar. プッチを追い詰め。だが、ダイバーダウンの拳がプッチに命中する寸前、信じられないことが起きた。アナスイの腕から何かが突き破って飛び出したのだ。もうシームーンではない。天国の時はついに来た。完成だ。 Ja, mehr oder weniger. Die Welt beenden wird. Stimmt. Also so wie wir sie kennen. Ja, ich möchte mal gucken. Gibt es überhaupt ein Part 7 oder Part 8 extra Dinger? Ich glaube nicht, ne? Haben wir ja schon alle DLC-Dinger. Was heißt, in der nächsten Folge können wir mal die gespiegelten Kämpfe. Okay, der hier fehlt noch. Okay. Würde ich sagen, machen wir den in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.